Das ist schön, dass er zwischendurch immer. Ja, voll. Ich dachte schon so, wow, ey. Ganzes Wochenende hier im Bus mit haben, gut. Nein, nein, das ist schon ein bisschen Service, den man mitkriegt, dass man dann. Oh. Sag mal, vom. Ja, ein bisschen die Laune anheben. Hört sich hochmotiviert an, auf jeden Fall. Hört sich richtig schön an. Yes, das kann man auch zu jeglicher Tageszeit performen. Gefällt mir sehr. Auch Trikots gerade auf beiden Seiten. Ich muss ja auch ein bisschen optisch. Das bin ich, ne? Boah. Ja. Ja, ich hab's eben. Also, soll ich jetzt Stories über Manu Harms erzählen? Der hat schon richtig viel. Naja, was heißt richtig viel? Er hat schon ein paar Stories hier auf jeden Fall über mich erzählt. Ja, ich bin die Mitbewohnerin, die ihn zum Spazierengehen zwingt, weil er der faulste Mensch der Welt ist, vielleicht manchmal. Außer wenn er Beachvolleyball spielt. So, einmal zurück. Alles weitere später. Wer ist denn die Moderatorin? Vielleicht kannst du dir einfach noch mal einmal vorstellen. Wir können uns beide auch noch einmal vorstellen. Ja. Fang du mal an. Ich habe gerade schon was gesagt zu mir. Ja, ich bin Christian Mühlenkamp oder Mühli, wird eigentlich immer nur Mühli genannt. Ich bin zum ersten Mal hier für Drops 4 am Start und wir moderieren das die ganze hier so ein bisschen. Spiele selber bei den 12 Monkeys. Ja, wir bringen euch heute so ein bisschen durch den Tag. Ich finde schön, dass da Mühli gefragt wird. Ich finde es bei Weitem. Boah, was saß da denn hinter? Entschuldigung. Hui. Bei Weitem nicht den verrücktesten Spitznamen. Ich habe irgendwie, also, das könnt ihr übrigens auch. Sucht die Teams mal bei Insta. Das ist super unterhaltsam und da fallen noch ganz andere Spitznamen, wo man sich fragt, woher das denn kommt. Sehr schöner Start hier. Ja, ich bin Joana. Ich habe 2013, glaube ich, angefangen, ein bisschen Beachhandball zu zocken. Aber auf jeden Fall zum Spaß, auf gar keinen Fall so, wie das hier passiert. Das ist absoluter Wahnsinn. Und genau, habe jetzt 4 Drops vorgeschaut und bin jetzt hier. Seit heute Morgen. Thanks, thanks. Ja, du, deswegen, beim Beachhandball gibt es halt den Müdi. Müdi. Bist du Müdi? Nee, du bist richtig fit. Da irgendwie Müdi 2.0 zu werden, musst du noch ein bisschen dran arbeiten. Das gibt's ja nicht umsonst. Aber witzig, ja, schon passend. Ja. Ja, auf beiden Seiten jetzt schon einige Paraden. Und Blitzstart von den Kaipis. Jo. Hat der Tanz was gebracht, würde ich sagen. Ja. Oh. Ich habe heute auch Morgen 2 von den Kaipis, die schon motiviert am Joggen waren. Ehrlich, ey. Da gab es den ersten Kaffee am Hotel um 7 Uhr für mich. Ja. Da waren schon 2 Damen fleißig am Rhein entlang unterwegs. Ja, ehrlich gesagt schon ein bisschen baff, dass du um 7 wach warst. Ja, oh, doch, ich habe mich gestern Abend zurückgehalten. Aber ich war auch einfach nur gar. Das ist auch schon anstrengend, wenn man hier den ganzen Tag in der Sonne und alles hat. Das ist froh, wenn man dann irgendwann im Bettchen liegt. Für einige gab es auch gestern noch eine herbe Peitsche im Hotel. Ja. Wie oft muss ich Joanna, du geile Sau, hören? Corona dankt. In der Zeit eher weniger, ansonsten sehr regelmäßig. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Ich weiß nicht, es werden ja einige dieses Schicksal kennen. Bei mir wird das immer hier gar nicht passend oben angezeigt. Ah. Minus. Ach so. Wir können genau hier mal ein paar Subs. Becky, du bist das erste Mal dabei. Vielen Dank. Richtig cool. Dann haben wir noch ein paar Resubs von Gravis, Shorty und Minus-Symptomatik. Boah. 12. Monat, 3. Monat. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das meintest du da, was der angezeigt genau, wird? Genau, weil bei mir wird's bei dir immer passend. Ich hab den Wink verstanden, ist jetzt mein. Ja. Weil ich es nämlich nur im Chat gesehen habe und dann rüber geguckt habe und bei mir. Aber. Oh, kriegen wir direkt Support hier. Das ist. Einmal kurz was gesagt, wundervoll. Ja, ich und Technik, das ist auch. Da bin ich so ein bisschen. Ja, auch schön oben. Ja, zum Beispiel 15 Kara, die war heute Morgen joggen. Ah, top ja, fit, top motiviert. Ey, komm. Sauber. Danke, Dirk. Danke. Krank unterschätzter Wurf aus der Pirouette, den dann noch lang oben in den Winkel zu ziehen. Puh. Kann man machen.
Jetzt bin ich auch wieder auf dem neuesten Stand hier. Das ist perfekt. Oh. Da gab es doch eine kleine Berührung. Ja, sonst spielt auch die 33 Lucy Marie Kretschmer. International spielt sie für die Kaipis. Sonst bei den Minga Turtles. Und jetzt eben gegeneinander. Ist halt auch so eine witzige Konstellation. Ja, so zwischendurch. Ja, dann große Beach-Familie. Und aber auf einigen Turnieren, sind wir gerade international, wenn es über die EBT-Serie geht, sind schon mal andere Konstellationen von Mannschaften vorhanden. Schön, das macht es dann ja auch. Interessant und gut. Schade. Ja, bisher der aktuell der bessere Start für die Kaipis. Oh, das wäre es auch Wahnsinn. Voll, aber auf jeden Fall gut ins Spiel gestartet. Ja, sind so Kleinigkeiten dann bei den Turtles, wie gerade so. Ja, ein, zwei technische Fehler und du bist halt direkt, ne? Ja. Wird halt direkt gnadenlos bestraft. Voll. Gerade wenn die Gegnerinnen das echt solide machen. Ja, wirklich schön. Der Trainer ruft es rüber. Tatsache, auch ein guter Wurf. Läuft halt gerade echt rund. Voll. Was sind hier die Regeln für Schritte? Man darf 3 Schritte machen, wie auch beim Indoor-Handball. Also, berechtigte Frage. Ich muss gestehen, ich habe gerade auch schon einmal gedacht, ob es nicht vielleicht 3,5 waren. Du kannst auch in den Nullschritt, oder du fängst den Ball und landest mit beiden Füßen gleichzeitig. Und dann darfst du halt auch noch 3 Schritte machen. Das heißt, es waren wirklich nur 3. Okay, genau, dann ist dann es der mein Gefühl. Dann 1, 2, 3. Weil, ja, okay. Ich zähle ordentlicher. Schöne Parade hier. Looping Louis ist jetzt ein Trooper. Welcome. Ist da genaue Kriterien? Ja. Jetzt zum Beispiel war es ein 360. Fällt 2 Punkte. Und der Camper. Den Ball in der Luft annehmen. Und auf den Tormann zählt auch 2 Punkte. Und also die spektakulären Würfe. Guck mal, da haben wir direkt wieder die ersten Vorschlag. Oh, hier Shooter über außen. Ah, haben wir. Ja. Die 9 von den Kaipis. Erstmal auf die Suche gehen. Oh, glücklich angekommener Pass und dann den 6 Meter da raus. Hast du sie gefunden? Oh, ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen mehr auf die Abwehrspielerin schauen. Ja, mal die 15 ist so. Ja, okay. Hat schon viele über außen gemacht. Ja, läuft gerade echt gut. Schön gehalten. Vorne direkt bestraft. Ah. Es geht schneller. Aber ist auch direkt wieder, ne? Man sieht es am Ergebnis, wird halt direkt schnell wieder, dass man wieder rankommt, ne? Voll. Ja, also das sind jetzt auf jeden Fall 3 Minuten, in denen alles drin ist, keine Frage. Wen hast du gerade aufgeschrieben? Die 15 von den Kaipis? Ja. Ah, ja, okay, gehe ich voll mit, habe ich eben auch schon gedacht. Weil einfach stark. Keine neuen gefunden. Ich denke mal, vielleicht war die. Vielleicht war die 15 gemeint und einen kleinen Knick in der Optik. Kann ich mir anders nicht erklären. Nur, dass am Ende nicht uns die Schuld zugeschoben wird. Nein. Diesmal passe ich auch auf die Namen auf. Sorry nochmal gerade dafür. Bin halt alles versehen in das falsche Team gerutscht mit der Nummer. Ah, okay. Ja. Also wie gesagt, Respekt hiermit. Sind 4,5 Meinte Zettel. Turtles. Guck mal, siehst du, das passiert also nicht nur mir. Ach, ne? Mal, ja. Guck mal da. Paula Reibs. Auch ein guter Spruch. Minga hört oder so? Ich hab ehrlich gesagt gerade nicht zugehört. Ich war mitten im. Es sei in der Liste. Ich möchte nicht schon wieder einen Fehler machen, so wie gerade. Bist du dich jetzt völlig gestresst? Ja, nee, jetzt musste ich gerade kurz einmal in mich gehen und aufpassen. Ja. Nee, nimm dir gerne diese Zeit, das ist kein Problem. Ja, danke dafür. So, mal gucken. Oh, starke Parade, ey. Oh, gerade noch so hier im Feld geblieben. Das ist auch eine der wenigen Torfrauen, die auch noch als Shooterin mit nach vorne geht.
Oh, da habe ich halt super Respekt vor. Ja, und nicht nur hinten vom Behält, sondern auch nochmal vorne für die einfachen Dinger zuständig ist. Ja, ist noch alles offen, nur noch 3 Minuten. Oh, ja. Zack, jetzt sind sie wieder auf 2 rangekommen. Auch wieder. Aber bisher von beiden Seiten nochmal eigentlich gute Abschlüsse mit dabei. Waren jetzt wenig Fehlwürfe. Oh. Dass sie die Kochfrauen dann gehalten haben. Auch einfach wahnsinniges Tempo, das ist echt. Ja, und das unterschätzt man auch. Im Sand so 10 Minuten Vollgas geben, man ist danach schon platt. Also, das sieht dann vielleicht so locker und lässig aus und dann auch mit den 360s und Campern. Aber das ist echt schon hardcore. Man ist froh danach, wenn man irgendwo ein bisschen Schatten findet und sich einfach mal locker entspannen kann. Voll. Oh. Ja, guter Call, ey. Gut. Wirklich komplett im Alleingang. Wenn du noch irgendwo, ne? Ich rufe auch rüber, kein Problem, aber ja, ich schreibe auch auf. Doch, das Tore fallen nur über außen, ja, aber solange es klappt, solange es ein probates Mittel ist, warum nicht? Variieren kann man ja dann immer noch. Boah. War auch knappe Kiste. Jetzt kurz gefragt, wer Sabine ist. Die 12, die Torhüterin von den Kalpis. Ah. Sehr gut. Jetzt hier. Oh, was schön gespielt, Pass. Schön gespielt. Ja. Ja, die bleiben immer noch dran, ne? Ist immer nur die 2 Punkte Vorsprung. Toll. Ja, machst du einfach. Immer einen technischen Fehler, ein gehaltener Ball und die sind direkt wieder zum Ausgleich da, ne? Oh, schau dir mal an, wo die Abwehr steht. Super weit draußen. Ja, die vor allem wie schnell auf die Beine, wie agil. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht. Da wurde die Linie mitgenommen. Dann, das ist verrückt. Vor allem so ganz lässig daneben stehen. Und dafür sind halt die Poolnudeln. Wurde halt gestern auch gefragt, warum die Poolnudeln. Ja. Und ich sag mal, bei diesen klassischen Linien, die man sonst immer hatte, wenn da der Sand drauf liegt, siehst du es halt nicht mehr. Und die Poolnudeln, die sind echt top. Ja, ich habe so ein bisschen manchmal. Was ist, wenn man drunter rutscht? Und wenn man drunter rutscht, ist dann auch quasi kreisab, siehst du ja dann, okay, wenn die dann, mit dann ziehst du sie mit. Genau, ziehst du mit hoch. Das war es auch, glaube ich, vorhin in der Situation. Hier hat man kurz gesehen, alles drin, voll auf den Ball. Sehr gut. Ja, da wir mit reinhören können. Minute, 2 Punkte vor für die Kalpis. Hier hin rein bei den Turtles. Auch wenn wir den jetzt kassieren, dann machen wir vorne rein und dann Manndeckung. Ja, ja, richtig. Ganz da genau. Lauf schnell raus, dann versuch den Erstpass zu vorne zu bringen. Auf geht's. Wir werfen lassen in der Abwehr. Was? Wir werfen lassen in der Abwehr. Sie hier vielleicht. Ja. Aber sie kommt von der Mitte. Ja, ist gefährlich. Aber hat es besser im Griff als Kara. Also Kara, geh vielleicht ein bisschen weiter raus. Okay. Dann gehen wir hier auf sie und lassen sie vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Lucy, du machst es auf jeden Fall gut. Versuch das weiter so zu blocken, wenn du beide machst. Ja. Das ist optimal. Hoffentlich, wir holen uns jetzt los. Schnell wechseln. Vollgas, hey. Minga! Da hört man auch, dass die Mannschaften sich untereinander kennen und wissen dann, wen sie gerne, oder die Torhüterin sagt ja auch, wen sie gerne hätte, diejenige, die werfen soll, wo sie die Wahrscheinlichkeit eher sieht, den sie halten könnte. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt die letzte Minute nochmal hin und her geht. Ganz schön sortiert. Ja, das ist, wenn sie jetzt ein einfaches Ding kassieren, zum 23-20, muss ein schnelles Tor her, um dann wirklich noch versuchen zu können. Und dann beide, ne? Ja. Und das ist halt das Ding. Das ist halt dieses Ding, einer ist dann keiner, so was ich dir auch sagen. Und halt super ärgerlich. Wenn du dann, also du kommst halt aus einem ganzen Spiel Spin und denkst dann so, ja okay, den einer, den mache ich schon rein. Und dann kommt halt genau sowas dabei rum. War ja vorher kaum Fehlschuss von, von der Kara mit dabei. Also. Genau, voll. Zack, da ist der Ausgleich. Und wir haben noch 30 Sekunden. Da wird gleich nochmal die grüne Karte kommen, aber die können die 30 Sekunden auch nicht runterspielen. Die 18 von den Turtles. Hier haben sogar Namen drauf, ist ja praktisch. Au. Ah, oh, ich habe gesucht, ob da noch jemand steht. Schade. 16. Ne? So, jetzt wird's spannend. Oh, ganz sauber, sogar über die Shooterin. Richtig, richtig ärgerlich. Aber die haben eigentlich das ganze Spiel geführt. Und jetzt in den letzten
30 Sekunden. Einmal kurz das Spiel gedreht komplett. Ich wollte gerade sagen, naja, voll. Boah. Der Wurf gab 2 Punkte, weil das die Shooterin ist. Genau, also die vor die Torfrau eingewechselt wurde und das andersfarbige Trikot trägt. Leute, wenn ihr den Ball schnell spielt, die kommt irgendwann nicht mehr hinterher. Ja, da hat genau, einer das halbe Spielfeld. Das ist, Spielfeld. Ja, das ist gut spielen. So. Ja, ganz genau. Wieder weiter das kurze Kreuz, Kreisel-Dingsi. Und dann geht eigentlich immer zu Paula selbst. Ja, das weiß so wieder weiter das geht das immer, ihr müsst sie nur hochlegen, dann geht es immer und sonst hängt sie in mir drin. Ja. Oder dann halt Lena auf der Seite. Ja. Richtig. Okay. Können wir es passieren? Können wir das hier mal mit reinnehmen? In der Abwehr spielen die jetzt auf der anderen Seite, weil der Shooter auf der anderen Seite ist, deswegen muss links werfen, die haben wir besser im Griff. Kara ist dann hier im Fake-Shooter, die lassen wir raus. Auf der anderen Seite spielen wir 2-1. Ja. Und dann nochmal okay? Ja. Dann schnell raus, damit die Bälle wieder gehen. Genau. Okay. Genau. Wenn wir Cecile einsetzen, setzen wir sie auf der Seite ein hier. Ja, auf links, wo der Shooter ist. Richtig, ja. Genau. Alles klar. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass Biene gegen in die Mitte kommt. Müssen wir schauen. Ja, kann auch sein. Müssen wir dann schauen. Müssen wir jetzt auch noch. Auf geht's. Ja, komm, die holen wir uns keinen Schuh aus, okay? Auf geht's. Minga! Tschüss! Auf! Ja. Ja, wer kennt es nicht, das Kreuzen-Dingsi, das funktioniert. Eigentlich fand ich gut. Die Mädels wissen hoffentlich, was gemeint ist. Wirkt auf jeden Fall nicht nach maximaler Verwirrung. Ja, aber ansonsten genau das, was du eben gesagt hast. So, die wissen sehr genau, gegen wen sie da spielen, wer wie wirft, wen sie haben, kriegen wollen, wen nicht. Ja, toll. Das ein paar Turniere dann auch, wo die aufeinander getroffen sind und irgendwann weißt du halt ganz genau, wen er, ne? Schießen lassen kannst und wen nicht. Wow, wow, wow. Ein bisschen Wind im Ball. Hui. Ja, fängt schon mal gut an. Das war astrein, auf jeden Fall. So, wollen wir noch mal im Chat nachfragen, wer hier für ein Shootout ist? Nach der ersten Halbzeit, in der es ja dann am Ende gekippt ist. Was denkt ihr? Gehen wir in Shootout oder haben die Turtles sich jetzt eingespielt und holen das Ding jetzt einfach in machen zwei Sätzen nach Hause. Machen wir 1 für Shootout und 2 für, dass die Turtles den zweiten Satz auch holen. Macht doch eine Wette auf. Können wir sowas? Macht ihr sowas? Wer macht Wetten auf? Mods. Ah, okay, cool. Ja, Regeln Handball, Beachhandball sind schon anders, sehe ich. Allein mit der ganzen Wechselbewegung. Man läuft halt, also im Handball ist es ja das klassische Umschalten zurück und hier musst du halt, schön gesagt, 18. Hier musst du halt einfach dieses Umschalten in die Seite und gerade als Shooter, das ist schon auch, dann wirfst du, liegst im Sand und musst halt unfassbar schnell wieder raus, damit deine Torfrau hinten auch wieder rein kann. Schöner Block, ey, warte. Wirklich. Ging ja noch gut mit rein. Voll. Ärgerlich. Aber ja, war. Genau, aber da ärgert man sich doch auch in der Abwehr. Du hast einen schönen Block, hast den Ball eigentlich schon sicher und der rollt dann trotzdem nur so blöd komplett rein. Komplett. Hilft hier halt auch der Sand mies manchmal noch ein bisschen. Ja, das ist oft genug. Wenn man sich die Torräume anguckt, haben wir noch so eine kleinen Hügelchen da liegen und manchmal von Vorteil, manchmal von Nachteil. Ja, voll, genau. Es gleicht sich dann am Ende ja schon wieder auf, aus. Ich habe gestern mal kurz reingeschaut und habe mich, schon wieder dran am Block. Es wurden relativ viele Aufsetzer geworfen, das dachte ich gestern irgendwie mal so, was für ein Sand. Ja, ich sag, du kannst doch wirklich, sag mal, manchmal, der Sand ist hier extrem weich. Und gestern sagte auch, Alex sagte gestern, auf Gran Canaria war der Sand hart, da konnte man sogar dann auch prellen. Ehrlich? Dass man dann wirklich geprellt hat einmal und dann ging es weiter. Aber das wäre hier halt nicht möglich. Und da kannst du dann auch schon mal, ne, mit Aufsätze oder passend werfen, wenn der Sand wirklich so Knüppel hat. Nicht schlecht. Wir haben die Kanalwette offen. Also danke für den Hinweis, super gute Idee. Dann... Go! Haut rein!
Oh, oh, das finde ich halt, das tut mir leid. Ey. Super gute Aktion und dann so knapp. Ja, das ist echt schon gut ausgespielt und dann trotzdem noch. Aber gestern wurde auch so viel Aluminium getroffen. Habe ich echt schon gedacht, das Tor steht wirklich irgendwie, keine Ahnung, einen Zentimeter tiefer oder irgendwas. Es wird ein bisschen eingegraben. Ja, das. Sag mal, wird echt morgens alles vermessen. Ich weiß nicht, ob du es heute Morgen noch gesehen hast. Ja, wurde echt noch geguckt und dass alles auf dem gleichen Stand ist. Aber da hatte man echt so das Gefühl, irgendwo ein Zentimeter. So dieser klassische Ding bei der Treppenstufe, wenn die Zentimeter zu lang oder zu kurz ist, dann kommst du auch direkt ins Stolpern, weil dieser Autismus drin ist beim Laufen. So ist es beim Tor auch. Ne? Das, wenn da wirklich so was drin wäre. Komplett. Schön. Ja. Also flott auf die Beine. Ja. Habe ich gehört, lieben Torleute besonders so einen kleinen Sprint. Deren Lieblingsbeschäftigung, auch wie Laufeinheiten und so. Ja, gerade hier im Sand ist das schon hardcore auch irgendwo. Es ist wieder der Pass auf den Kreis, der echt auch in diesem Spiel steht. Ja, vorhin im ersten Spiel hat es bei den Unicorns ja geklappt und bei den Beachchillern wiederum nicht. Aber jetzt auf beiden Seiten wird viel über den Kreis gespielt, ja. Oh, okay, und jetzt Chat hier, der Block-Emote, das war er. Oh, ich glaube, das tat weh. Das sah halt nicht auch so ganz so gut aus. Spektakulär reingeflogen. Ich glaube, auf dem Fuß gelandet oder irgendwas. Ohne Rücksicht auf Verluste. Oh, beim Beach scheint bei ja schon wesentlich weniger Verletzungen sind, weil du da den Nullkontakt hast. Aber trotzdem, wenn man dann halt zum Block mit reinspringt und dann trotzdem noch was abkriegt, kann schon auch schon mal böse enden. Voll. Boah. Auch gerade echt gut am Halten. So, wir können nochmal gucken, wie wir noch als MVP haben. Oder Chat, habt ihr noch einen Vorschlag, MVP, damit wir gleich die Abstimmung starten können? Auch wieder genau die Hand dazwischen. Stark gemacht und dann erstmal Tempo rausgenommen. Wechseln, aufbauen und los geht's. Da steht der Block aber auch. Und direkt das schnelle Umschalten. Kniete die eigene Mitspielerin ein bisschen unglücklich im Weg. Wir sehen es nochmal in der Slow-Mo. Stark gehalten, ja. Konnte sie nicht abspringen. Nee, das wäre. Ich glaube, das hätte auch wehgetan. Also, wenn man das dann in Kauf nimmt. Guck wieder. Camper über den Kreis. Voll. Ich habe hier eben 33 Turtles, Abwehrspielerin. 33 Turtles, Verteidigerin. Genau. 9 Minga haben wir. 18 Amelie Möllmann haben wir auch. Genau. Und 13 hätten wir noch in der Deckung. Ja, können wir noch 2 mit aufschreiben, ist ja nicht so ganz so schlimm. Und was war es noch, die 33? Ja. Von den Turtles. Ach, Lucy Marie. Genau. Ja, die hat auch so oft zum Block hin, jetzt wieder, aber so oft auch zum Block hin vorher und der dann auch ärgerlich mit reingegangen ist. Ja, also, sie arbeitet schon gut auch auf der Seite. Dass sie zwischen 2 und das switcht. Hast du, du bist jetzt wieder im MVP-Tunnel. Genau, ich bin gerade wieder im MVP-Tunnel am Schreiben. War ich jetzt auch kurz, deshalb habe ich eine Sekunde nicht aufs Feld geschaut. Gut, okay, wir machen weiter mit Vorab, Abwurf. Vielleicht kriegen wir nochmal. Ja, guck mal da. Hat. Sehr gut aufgepasst. Aber war noch mit dem Fuß dran, so wie es aussah. Danke für die Slow-Mo, hilfreich. Sehr, sehr, sehr. Ach, schon wieder. Und da schleicht sich die Shooterin durch und macht das Ding. Tour 12-10 Führung. Ja, jetzt gleich kommen die MVP-Vorschläge. Könnt dann gleich wieder abstimmen. Ja, hier sind noch fleißig weiter Vorschläge. Ihr habt noch mehr Chancen. Wir sehen die Mädels ja alle auf jeden Fall nochmal.
Na, guck mal, hier in der Halle spielen sie zusammen und in zusammen in einer Mannschaft und hier gegeneinander. 18 bei den Turtles und 15 bei den Kalpies. Ja, gut, das ist, guck mal vor, das ist Timeout. Ja, das ist jetzt Turtles weit vorne. Vorne jetzt ganz wichtig, erst keine Chance Spaß nehmen. Machen, sondern einfach ja, ruhiger. Und spielt wenn wir, bis zur Chance. Wenn wir vorne nicht mehr zur Chance kommen, dann probiert es auf einer. Okay, und weiter ist der Langkämpfer. Richtig, genau. Weiter den Langkämpfer. Lass uns vielleicht nochmal den Wechsel machen und dann such einfach der. Der lange Camper geht gut, da kommt niemand ran, wenn wir den Ich kann auch außerdem mal den Zweier probieren, noch gar nicht. Ja, zwei. Es ist auch Zeit einfach. Ja. Probiert vorne mal was, wir haben jetzt noch 2,5 Minuten. Richtig. Ja. Dann spielen wir den zwei, dann haben wir noch mal Tempowechsel. Und spielt drin. Ruhe. In und Ruhe. Ja. Und wenn es geht, geht es aber komm, wir haben jetzt locker das Ende auf. Komm. Minga! So, wurde gerade auch klar gesagt, wenn es nicht geht, macht den Einer. Ah, ich habe Gänsehaut bekommen. Lieber den Einer als, ne, die sind jetzt mit 8 vor. Hat so ein bisschen über die Zeit bringen können. Bin mal gespannt, ob ich will es nicht akzeptieren, aber ich sehe den Punkt schon. Ja, aber ansonsten auch fand ich gut. Probiert mal ein bisschen was. So, sie haben jetzt gerade ein bisschen Puffer, haben noch 3,5 Minuten. Einfach mal gucken. War, glaube ich, auch ein Spielzug, der jetzt noch gar nicht gespielt wurde. Klingt logisch. Ja, wieder da dranbleiben. Ja. Oh. Macht's ja gut. Macht's ja richtig gut. Voll. Danke, Chat, für diesen MVP-Hinweis. Sehr berechtigt. Eigentlich steht es 14 zu 10. Hm. Ah. Okay, da bin ich jetzt endgültig raus. Das war auch gerade eine starke Abwehraktion. Also ja, ganz, ganz wenig und Platz trotzdem gegeben. Noch schnell rüber. Genau, aber auch nicht reingegangen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, das einzige Mal, wo ich es irgendwie wirklich Ärger auf dem Feld gesehen habe, wenn man halt beim Spin mit reingeht, weil der werfende Spieler, da ist wieder ein Block. Also die werfenden Spieler haben einfach wenig Kontrolle durch diese Rotation und wenn du da reingehst, das ist einfach unfassbar gefährlich. So, da könnt ihr jetzt einmal abstimmen. Wer ist eure MVP des jetzigen Spiels? Boah, ganz schön viel Text. Ja, gestern war das immer so ein bisschen, da haben wir dann halt nur die Namen gesagt und ohne Nummer und ohne Zugehörigkeit, welches Team. Dann war es dann, wo dann auch geschrieben wurde, ja, wir wissen ja gar nicht, mit den Namen können wir nicht viel anfangen. Und jetzt natürlich gibt man sich halt ein bisschen mehr Mühe beim Aufschreiben, dass dann die Zuschauer auch wissen, wen sie wählen können. Nee, fand ich absolut gute Sache. Auf jeden Fall. Ja, jetzt. Hoppla. Auch wieder Sekunden, die jetzt mal eben flöten gehen. Auch gerade das Signal an die Schiedsrichterin, so ja, richtig gesehen. So. Alles schön fair. Ja, das ist schon Fair Play immer gerne. Ja, jetzt bin ich geblockt oder dann ist die Torfrau noch mit dabei. Ne? Das ist dann Wenn du dann auf kurz gehst. Ja, gutes Zusammenspiel da auf jeden Fall. Hier ist 15 im Chat, kann sich wohl jemand nicht entscheiden. Fühl ich. Ja, oh ey, aus dem Lehrbuch. Richtig guter Pass, genau in Lauf. Ja, ist deutlich geworden zum Ende, ne? Also haben wir in der ersten Halbzeit dann haben die Kalpis richtig gut gestartet. Oh ja. Und jetzt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Aber es sieht schon eindeutig aus. Oh ja. Das los hier die. Bisschen schade. Bisschen 33. Schade, dass die Kalpis das erst in der ersten Halbzeit dann nicht nach Hause gefahren haben. Ja. Weil ich würde wirklich gerne einen Shootout sehen. Ja, das kommt gleich noch. Also waren ja wirklich, die waren erste Halbzeit die letzten anderthalb Minuten, wo es dann auch so Hand gegeben haben. Die haben vorher gut geführt, gut gespielt. Halt ärgerlich. Voll. Genau. Hey, hey. Hallo. Genau, perfekt hier. Lucy wird informiert. Wir sind uns diesmal dann sicher, dass wir. Ja, diesmal haben wir den richtigen Namen und die richtige Nummer. Richtiges Team. Ja. Bin auch nur ein Mensch. Ich mache auch Fehler. Im Chat gegen mich. Ja, gegen mich? Nee, gegen mich. Warum?
bin froh, dass ich heute nicht zu Hause bin. Weil ich auch mal einen tollen Tag hier haben darf. Ich bin auch froh, dass ich nicht zu Hause bin. So nämlich. So. In your face. Wollen wir sie mal fragen, ob sie mitgezählt hat, an wie vielen Blogs sie dran war? Ja, das kann man mal. So eine Frage kann man mal raushauen. Hallo. Hallo. Bitte. Hier. Laber nicht. So, jetzt geh weg. Echt. Ja, erstmal Glückwunsch zum, zum gewonnenen Spiel. Und zur MVP des, des Spiels auch noch dazu. Auch nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Ja, wie fandst du das Spiel? Also Vergleich erst und zweiter Satz. Also zweiten Satz haben wir uns auf jeden Fall deutlich gesteigert. Aber ich würde sagen, dass in beiden viel, viel Luft nach oben noch ist. Was ja nicht schlecht ist, wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Erste Halbzeit können man sagen, dass wir gestern vielleicht eine Halbzeit zu viel gespielt haben, obwohl es eigentlich nicht der Fall ist. aber dann in der zweiten sind wir dann doch gut reingekommen und sind froh, dass wir am Ende doch 2-0 dann gewinnen konnten. Aber ihr habt das Spiel gewonnen. Also ist ja schon mal ein guter Start. Und wenn dann noch viel Luft nach oben ist, freuen wir uns umso mehr. Hast du mitgezählt, an wie vielen Bällen du im Block dran warst? Nee, also ich weiß auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit deutlich mehr. In der ersten Halbzeit habe ich nicht so den Zugriff bekommen. Da haben sie auch clever den Shooter eigentlich immer auf meine Seite dann gestellt. Aber in der zweiten, denke ich, waren es schon ein paar Bälle, war ich froh. Definitiv, definitiv. Darum auch im Chat, wir haben gefragt, wen ihr gerne wählen würdet. Wir hatten dich auch schon auf dem Zettel stehen, aber wurde es auch noch ein paar Mal genannt. Danke nochmal an die Community da. Aber definitiv berechtigterweise waren schon echt klasse Blocks mit dabei. Sehr gut, vielen Dank. Wir sind happy, dass auch meine Abwehrspielerin hier bei uns war jetzt. Zum Glück. Gut, ja. Ja, dann noch weiterhin viel Erfolg bei den nächsten Spielen. Dankeschön. Toi, toi, toi. Ja, und schönen Arbeitstag wünsche ich euch noch. Danke, danke. Gleichfalls können wir sagen. Geh mal bei her. Dankeschön. Ja, so, jetzt kommt auch gleich schon direkt das nächste Spiel. Im nächsten Spiel trifft die SG Schurwald auf die Nordlichter. Oh. Das einmal runtergehen. Ja. Ich denke, das schaffe ich. Danke sehr. Wenn ich ein bisschen mitgedacht habe, dann haben wir Gruppenerster gegen Gruppenletzter. Ja, einmal überragend. Die Björn hat leider die aktuelle Tabelle. Ach so, ehrlich? Aber die Nordlichter haben bisher beides gewonnen. Oh, guck mal. Entschuldigung, den einzigen Zettel, den ich habe, ja, und der geht unter. Ne? Und die SG Schurwald hat bisher beide Spiele verloren. Ja. So, ich suche mal, da haben wir die. Wie gesagt, möchte das verbuchen unter lange nicht gespielt, erstmal wieder an den Start kommen. Deshalb setze ich voll darauf, dass das heute eine maximale Leistungssteigerung geben wird. Das ist jetzt halt. Definitiv. So, ich muss jetzt aber einmal kurz einmal austreten. Do it. Flasche Wasser, die